Soddle, Hallöchen und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge The Infected. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, um schon mal hier zum Lager zu latschen. Wir wollen heute das Lager auf jeden Fall und das andere, wenn es klappt, auch noch durchsuchen und gucken, was wir da so finden. Ja? Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge. Wir konnten wieder einige Sachen auflösen, unter anderem, wie wir hier unser, unser Health Erfolg kriegen. Ja? Wir sollten nicht zu oft sterben, ne? Sondern wo ist es? Technology haben wir noch nicht. Hier. Und zwar bei Itempedia, bei Food and Drinks. Hätte man auch selber drauf kommen können, ne? Aber da habe ich nie nachgeguckt, weil es halt noch sehr, sehr weit weg ist, wie ich finde. Ja? Meat Stew. Made of the stove using the stew mix. Great source for protein, very long perish time and adds plus 1 to your max health when consumed. Heißt, das sollten wir essen für Proteine und Fett. Wenn wir es denn dann haben, ja. Stove ist der Ofen, den müssen wir finden. Ich kenne mich, den werden wir wahrscheinlich wieder als allerletztes finden. Und ich hoffe mal, ist jetzt kein Bär oder so, sondern nur das Lager mit den dämlichen Wambis, die wir relativ easy wegkriegen. Oh nein, bitte nicht. Wo ist der scheiß Fuchs? Wo ist der scheiß Fuchs? Wo ist der? Wo da hinten sein? Wisch, der soll mich in Ruhe lassen. Soll mich einfach in Ruhe lassen. Ich will nur hier drumherum und dann rein. Wo bist du? Hau ab! Okay, er haut nicht ab. Wie viel hat das jetzt wieder gekostet? Ah, 10, das geht ja noch. Viel größeres Problem, unser Speer ist jetzt gleich weg. Kann ich den... Mach mal gerade 9, ja? Wir machen mal gerade 9. Ich kenne mich. Ist der direkt wieder kaputt, mitten im Kampf und solche Sachen? Kann nicht sein. Der kann wegen mir da bleiben. So, jetzt haben wir den ganzen. Gucken, wo die Futzis sie sind. Die sind ja noch relativ easy peasy. Ich weiß nicht, ob die stärker werden. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gucken, wo die hier rumlaufen. Am besten wieder irgendein Bär oder so. Also noch sehe ich keinen. Soll mir recht sein. Vor uns, hinter uns, im Zelt kann das sein. Ah, da auf dem Boden. Das ist natürlich voll daneben gewesen. Komm her, du blöde Kuh. Alter, wie schnell ist die bitte? Wo ist mein Speer? Ist abgehauen, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Lalalala. Alter, überall! Wie hat die das Ding gemacht? Willst du mich verarschen? Wie hat die das denn hingekriegt? So, um es kurz und schmerzlos zu machen, ich bin nochmal hingelatscht. Wir sind dann verreckt, ja? Also... Null Chance. Keine Ahnung, wie die Olle das da hingekriegt hat. Ja, der fehlt noch hier. Der fehlt noch hier, der blöde Fuchs. Ja. Keine Ahnung, wie die uns da so getroffen hat. Mit, viermal Bluten. Keine Ahnung. Ja, komm her, Bambi. Ich muss weitermachen. So, wir lassen die jetzt auch mal hier liegen, ja. Weil wir, guck, schon wieder dreimal. Ey, das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein, dass die uns immer drei- und viermal treffen. Da kommt der nächste. Wie viel haben wir noch? Nicht mehr viel. Wenn der uns jetzt auch noch trifft, dann haben wir Spaß. Ich glaube, das wird immer schwerer, habe ich so das Gefühl. Es wird immer schwerer. Der Speer ist gleich auch schon wieder weg. Na super, Gott sei Dank habe ich diesmal ein bisschen was zu essen mitgenommen. Das könnte uns etwas helfen. So, Leben wieder voll. Problem ist nur, wie man sieht, wir haben jetzt keinen Verband mehr. Doch, einen haben wir noch. Kann ich den hier fällen? Der ist abgehauen. Habe ich noch einen hier drin? Nein. So, machen wir weg. Mal her. Haben wir noch einen Stein? Nein, auch nicht. Es ist doof, weil wir haben hier nur den Bogen. Ich hoffe, wir haben Dingens jetzt nicht mit, ne? Wir müssen hier irgendwo einen Stein finden. Da kommt er wieder. So, komm her. So. Die machen einen Krach, die Typen.
Machen einen Krach. Ich hätte jetzt gerne irgendwo hier einen Stein. Warte mal, wie bauen wir uns die denn nochmal? Pedia, Stone Picks, Plant Fiber, Stone Blade und Stick. Stone Blade. Brauchen wir einen Stein für. Ach, hier ist der Eingang, okay. Und dann hoffe ich, wir haben Glück und können hier drin direkt... Ja, komm her, Krabbeltante. Komm, komm, komm. Ich will nicht wieder 5-mal getroffen werden. Genau, verpiss dich. Kommt sie wieder? Ich hoffe es doch. Waren die bestimmt alle hier drin, ne? Müssen die Dinge suchen. Die Technology. Da ist er doch schon. Ha! Loom, wir haben den Loom. Sehr gut. Gucken wir aber trotzdem nochmal durch. Heißt, wir haben den Webstuhl. Wir können Rüstung machen. Yes! Sehr gut. Sehr, sehr gut. So muss das sein. Also ich muss sagen, so langsam brauchst du Rüstung. Die hauen richtig rein. Haben die uns aufs Maul gehauen? Heißt haben, hauen die uns aufs Maul. Ja, gib mir den Pfeil her, du blöde Kuh. Was ist da hinten drin? Hier noch irgendwo was? Vielleicht haben wir Glück und es sind wirklich mal zwei hier drin. Also es ist immer dasselbe Zelt, ne? Immer dasselbe Zelt, aber okay. Wir könnten vielleicht mal gerade ein bisschen trinken. 1, 2, 3, okay. So, wie viel Uhr haben wir eigentlich? 14:45 mittags. Das ist ja auch in Ordnung. Hui. Den Webstuhl bauen. Wir können den Webstuhl bauen. Wie schön. Hier ist nix. Aber dass hier mal hinten die Tür auf ist, ne? Das ist mir gänzlich neu. So, wie viel Ausdauer haben wir noch? Nicht so viel. Gehen wir mal normal hier hin. Wie gesagt, ich lasse die jetzt liegen. Wir können das ganze Kevlar eh nicht mitnehmen. Weil wir dann wieder durch die Gegend krabbeln. Und abgesehen davon haben wir so viel zu Hause. Weiß gar nicht, wohin damit. Da sind noch ein paar Zelte. Das hier so das Hauptlager oder was? Da ist eine Gurke. Vielleicht gibt es hier ja noch was. Mhm. Das wäre natürlich interessant. Da waren wir gerade drin. Was ist hier drin? Das kenne ich nicht. Eine Tür zu machen? Gibt keine Tür. Aber nicht danach aus. Ne, hier ist nichts drin. Hinten die drei. Das. Hier noch ein Zelt. Ein Bär. Ja, genau. Der Bär fehlt jetzt noch. So, da waren wir noch nicht drin hier. Ja, das sieht aus wie Duschen oder so. Auch sehr, sehr spartanisch. Als Maul. Kann es sein, dass sie überall Zaun ist und wir hier gar nicht rauskommen? Wir da hinten raus müssen? Ich schätze mal schon. In welche Richtung müssen wir denn, um ins zweite Camp zu kommen? Ach, da hinten. Dann gehen wir sowieso da hinten raus. Hallo Vogel. Das wäre natürlich eine tolle Base hier mit dem Zaun und so, aber ich denke mal, das waren sie alle hier. Hauen wir ab, bevor sie respawnen. Halten wir fest, die haben verdammt reingehauen. Die haben richtig reingehauen. Ihrer Platz, den kriegen wir locker hin. Der Pfeil kann hier hin. Das war mal interessant, du. So, Richtung stimmt, rauf in die Berge. Wir müssen nur zusehen, dass wir irgendwo einen Stein finden, um uns einen neuen Speer zu machen. Ansonsten haben wir die Arschkarte. Habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht dran drüber nachgedacht. Natürlich, weil es gibt ja hier so wenig Bären, ne? Es gibt ja so wenig Bären. Pass auf, wieder 5-mal, wa? Nein, 1-mal. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, 5
5 Bandagen reichen, ja. Aber wie man sieht, wird man eines Besseren belehrt. 54, 64. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Mais. Kann ich die noch mitnehmen? Halb, das kannst du da lassen. Eieiei, so. Stein, wo bist du? Wir brauchen einen Stein. Wir brauchen einen Stein. Ich hoffe, wir finden da hinten noch einen. Wir sind am Arsch der Welt hier. Wir sind am Arsch der Welt. Wir kommen nie wieder nach Hause. Nie wieder. So, glaubst mir, sobald wir den Ofen da haben, mit dem wir den Mietstuch machen können, ja, werde ich immer die Abkürzung nach Hause wählen. Scheißegal. Geht das schneller. Kann man ja dann wieder auffüllen. So, hier müsste aber irgendwo ein Stein rumliegen, hoffe ich doch. Das wäre super. Das wäre super. Natürlich nur große... Was, jetzt schon? Wo kommst du denn her? Oh nein, wieder die 4 Bluttante. Hau ab. Geh weg. Okay, das war's gewesen. Ah, wir haben keinen. Scheiße. 38, 37. Kriegen wir das irgendwie mit Essen ein bisschen hoch? Lass mal gucken. Kriegst du, aber du blutest so schnell. Okay, die bringen kaum was. Ja, du blutest so schnell. Und der Speer ist gleich kaputt. Keine Ahnung, wie die eine uns 5-mal getroffen hat, ey. Immer noch nicht da. Das sieht Essig aus. Das sieht Essig aus. Das ist ein Schaf. Inventar, komm her. Wir sind schon nur bei 53. Hörst du irgendwann noch auf zu bluten? Mal gucken. Nein, wir bluten immer noch. Wäre ganz cool, wenn das irgendwann auch mal aufhören würde zu bluten. Wir brauchen immer noch einen beschissenen Stein. Warum habe ich denn den Kackhammer mitgenommen? Weiß auch keiner, ne? Der ist gleich auch kaputt. Oh, jetzt wird's interessant. Das sind schon mehrere. Der ist weg. Die ist weg. Gib mir meinen Pfeil. Hallo, ich will meinen Pfeil. Geht nicht. Wie viel habe ich denn noch? Verarschen? Es ist hier kein Platz oder was? Los, gib her. Weg. Oh Mann. Ist das eine Kacke? 45. Wir müssen nur irgendwie schnell durchkommen. Und den, fällt er um? Gut, ja. Ich bin mal so frei und lass den liegen, ja? Gut. Den nehmen wir, glaube ich, besser den. Einen kriegen wir noch kaputt damit. Schnell suchen! Wo ist es? Bevor wir hier... Da. Boah. Stove! Yes! Yes! Haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. 30, das werden wir niemals im Leben zurückschaffen. Ich glaube, wir müssen uns sterben lassen. Wir haben keine andere Wahl. Da ist schon wieder einer. Muss ich mich verarschen? Komm her. Juhu! Da ist auch noch einer. Also es werden so langsam mehr, ne, muss ich sagen. Hallo? Ja. War klar, dass wir das nicht schaffen, ne? War klar. Aber wir haben die beiden Bücher. Hui. Gott sei Dank. Das heißt, wir können jetzt hier weitermachen. Hat 5 Leben gekostet, aber hat sich gelohnt. Gucken wir mal die Bücher. Also, Schwein muss der Mensch haben, ne? Das ist der Loom. Ich weiß nicht, ob es überall gleich ist. Wenn ja, weißt du jetzt, wo es die Bücher gibt. Und der Stove. So. Dann lass mal gucken. Placeables, was haben wir hier? Wir haben jede Menge Fleisch.
Traceables. Einmal den Stove, der ist hier. Pack obtained, jawohl. Und schicken Ofen. Die Frage ist, wo setzen wir den hin? Können wir den hier so hinsetzen? Können wir. So. Es wurde übrigens gesagt, es regnet auch durch die Decke und so. Man kann also die Truhe auch hier reinsetzen. Die Truhe, die Kiste draußen. So, dass es halt nicht mehr hier reinregnet. Ja? Der braucht 8 Feuer, 25 Eisenerz. Okay, da haben wir was zu tun. Da haben wir was zu tun. Und der andere, der Loom, Placeables, wo ist der Loom? Der war, Shelter. Da ist der Loom. So. 20 Planfeuer, 2 Iron Ingot und Woodlocks. Okay. Heißt, wir machen uns jetzt zuerst mal, bitteschön, erstmal einen neuen Speer. Und dann schauen wir, dass wir den ganzen Käse zusammenkriegen. So, rein da, rein da. 2, 3, 4, 5. Raft. Super, heißt, wir haben jetzt auf der 3 wieder unseren Speer. 2 Bogen. 1 Steinaxt. Hier können hingehen. Steinhammer wegtun und ihn hier hin tun. Die vielleicht so wechseln. Oh, das ist ja fies, dass das alles immer so rummachen muss. Aber okay. Super. Das heißt, wir brauchen jetzt jede Menge Eisen. So, wir haben die beiden Dinger hingestellt. Den werden wir heute garantiert nicht mehr fertig kriegen. Ich bin schon ein bisschen am Sammeln. 3 von 25 Eisen haben wir jetzt. Hier hinten unser Webstuhl, der ist interessant. Denn der ist jetzt fertig. Jetzt können wir gucken, was wir hier craften können. Wir brauchen ja, wo ist es? Placeables, nein, Itempedia, und zwar Armor and Cloth. Was könnte man denn als erstes? Vielleicht erstmal hier. 5 Cloth. Wir müssen erstmal gucken, wie wir Cloth machen. Shirt, Cargo Pants, Cooking, Boots, Caps, no, dann ist es hier, sondern bei Resources. Kupfer, Eisen, Crocskin haben wir, Animal Hide, Plastik. Wo ist die Cloth? Muss hier auch irgendwo sein. Vielleicht nicht hierbei. Resources, Others. Bandage, ja. Kevlar, Cloth. 5 Planfiber, 3 Planfiber, 5 Barkchips. Okay, Planfiber haben wir ohne Ende. Das heißt, wir könnten jetzt mal kurz rechnen, ja. Kurz rechnen. Und zwar, wenn wir jetzt Cloth nehmen, wir brauchen 6, 9. Shirt, T-Shirt, Wayne und 6 sind 15. Können wir auch nicht anziehen. 15, 19, 24 und 27 und 32. Also jede Menge. Gib mir mal die ganzen Barkchips. So, und die haben wir ja hier so ein 100er Stack. Nehmen wir am besten mal direkt 2 mit. So. Mal zu. Wir gucken nochmal, was wir für einen Cloth brauchen. Ich glaube, ich kann mir das merken. Wäre ja viel zu einfach, wenn ich mir hätte. Nicht da, sondern da. Cloth war. Hier. Nee. Nein. Weapons, nein. Das muss doch hier sein. Ich habe es gerade nachgeguckt und ist schon wieder weg. Ne? Auf jeden Fall 3, 5 so braucht. Hier, guck. 3 Planfeinwaffen. Okay, dann machen wir das doch mal gerade. So, wir haben jetzt erstmal mehr als genug. 10, 20, 30, 40, 47 Stoff. Ja, in der Zwischenzeit haben wir wieder einen Bambi gekillt. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hin. An die Werkbank. Wir müssen ja alles in der Werkbank machen. Dann schauen wir mal. Itempedia, Klamotten, Hose braucht 6 Cloth. Heißt, hier. So, da konnten wir schon mal bauen, wollen wir aber nicht. Wir wollen jetzt mal hier Cargo Pants bauen. Die müssen jetzt hier drin sein, ne? Oder er hat sie da rausgeschmissen, weil sie groß sind. Oder hat er die instant angezogen? Lass mal gucken. Ja, hat er instant angezogen. Minus 4 Hitze, plus 2 Rüstung. Sehr gut. Heißt, wir haben jetzt Klamotten an. So. Nächstes bitte. Da können wir gucken. Als nächstes Placeables, nein, Itempedia. Armor, ein T-Shirt, braucht 3. Also, 1, 2, 3. Danke, auch das hat er wahrscheinlich instant an. Erstmal gucken.
Jawohl, hat er an. Bitteschön, jetzt brauchen wir Itempedia, Cloth, also wir haben Brust, wir haben Beine. Für Schuhe brauchen wir 4 Kevlar. Holen wir uns doch mal unser ganzes Kevlar. Wir haben 46. Keiner weiß wohin damit. Jetzt können wir uns kaum noch bewegen. Jo, dann tun wir uns mal kompletti ausrüsten. Tutti kompletti ausrüsten. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Fangen wir an. So. So, als nächstes, das ist Snow Pants. Die brauchen wir erstmal nicht. Cap ist mir egal. Die ist für den Sommer, schätze ich mal. 4 Cloth, 4 Kevlar für die Schuhe. 1, 2, 3, 4. 2, 3. So. Bitteschön. An die Dinger. Jawohl. Bringen dann auch. Plus 6 Armor, plus 2 Heat. Schätze mal, jetzt kriegen wir auch nicht mehr so aufs Maul, wenn die uns treffen. Irgendwie all bei den blanken, nackten Füßen und so weiter, ne? So, das heißt als nächstes hier 5 Cloth, 8 Kevlar. Das sind 4. 5. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Danke. Ja, Bär, du bist gleich dran. Keine Angst. Aber wunderbar. So, Chest und Head brauchen wir jetzt noch. Weapons, bitteschön. Brust ist hier, schätze ich mal. 5 Cloth, 10 Kevlar. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt 10 hiervon. Ganz schöne Klickerei diesmal, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich echt gelohnt, muss ich sagen. Das war richtig gut, dass wir da Glück hatten, ey, mit dem Loom und also mit dem Webstuhl und dem Ofen. Jetzt fehlt noch der Kopf. So. Er braucht ein Copper Ingot, den haben wir Gott sei Dank auch. Cloth haben wir 3, Kevlar 6, Copper Ingot müsste hier sein. Genau. Ah. So, nochmal schnell gucken. So vergesslich, das ist unglaublich. Also 6 Kevlar, 3 Cloth. Den brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3. Tada! So. Somit wären wir voll ausgerüstet wie die Village People. Sehr gut. 37 Armor, also 37 Rüstung und 7 Heat. Finde ich gut. Hat der auch ein Licht oder so? Nein. Wir müssen doch schon wieder was trinken. Jetzt können wir aber hier mal ein bisschen Platz machen. Das Kevlar kann wieder hier rein. Die Klamotten können hier rein. Fragmente behalten wir mal. Hier haben wir auch noch ein bisschen Plant Fiber. So, die haben wir hier dran. Ne? Kupferfragment. Eisenfragment. Was ist hier drin? Nix. Kupferfragment. Aber die können wir dann hier reinpacken. Zum Krokozeug. Zum Krokozeug. Das ist das nächste, was wir machen wollen. Unseren größeren Rucksack. Aber jetzt müssen wir erstmal gerade was trinken. Fleisch haben wir ja genug hier, ne? Genau. Aus. Flasche voll machen, müssen wir auch wieder neu machen. So. Den müssen wir noch erweitern, auf jeden Fall. Es gibt auch Kartoffeln, ich habe keine Ahnung wo. Keine Ahnung wo, habe ich noch nie gefunden. Wo der Bär wieder rumrödelt, weiß kein Mensch. Doch, da hinten. Juckt uns aber jetzt gar nicht. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren und Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.